Die Kölner Deutz AG ist weltbekannt für ihre Dieselmotoren. Die werden vor allem in Baumaschinen wie Bagger und Radlader eingebaut. Nachdem der Diesel als Umweltverpester ausgespielt hat, setzt jetzt auch Deutz bei großen Maschinen auf Elektro- und Hybridmotoren, also halb elektrisch, halb Diesel. In dieser Woche zeigt Deutz seinen Kunden, was diese Maschinen können. Und wir haben uns das von zwei Experten mal erklären lassen. Straßenbauunternehmer Ralf Müller und sein Baggerfahrer Amadeus Clemens, die beiden verstehen was davon. Und das ist das Objekt des Interesses. Ein Radlader, der sich hier fleißig an Rindenmulch abarbeitet. Der fährt als Hybrid, elektrischer Motor, Diesel unterstützt. Das kann langfristig Geld sparen, weil der Strom günstiger ist als der Diesel. Klar ist das natürlich auch mit Sicherheit irgendwo ein Grund. Ich glaube schon, dass man da auch irgendwo den Ehrgeiz haben muss, auch was für die Umwelt zu tun und dann eben halt auch vielleicht mal Sachen irgendwo in Kauf nimmt, die dann nicht so wirtschaftlich sind. Beim Thema umweltschonend ist der vollelektrische Radlader natürlich noch viel besser. Amadeus Clemens geht auf seine elektrische Premierenfahrt. Bagger fährt er seit mehr als 10 Jahren. Aber rein elektrisch gefahren ist er bisher noch nie. Es ist nicht ganz die Leistung da wie beim Dieselmotor, aber ich hatte gerade schon mit dem Kollegen der Firma Deutz gesprochen. Einige Sachen werden noch optimiert und dann ist er ganz zuversichtlich, dass das genauso zu handhaben sein wird wie mit einem Dieselaggregat. Davon muss Deutz-Chef Frank Hiller seine Kunden wie Ralf Müller überzeugen. Denn ja, die Bagger können 8 Stunden am Stück arbeiten, aber sie müssen es ja auch immer unter voller Last tun. Natürlich haben wir fähige Ingenieure, die super Dieselmotoren entwickeln können, die auch gesagt haben, wir machen den besten Elektromotor. Wo wir gesagt haben, wir wollen diese Kompetenz aber auch noch mal verstärken mit einem Unternehmen, was schon 70.000 elektrische Antriebe im Feld hat. Und diese Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Deswegen hat die Deutz AG den Elektromotorboothersteller Torqueedo gekauft. Und mit den Elektromotorbooten zu fahren, ist genauso schön und im Zweifelsfall genauso schnell wie mit einem Dieselmotor, aber eben viel leiser und emissionsfreier. Mit diesem Wissen von Torqueedo will Deutz nun im Baumaschinenmarkt punkten und schon in ein paar Jahren bis zu 10% des Umsatzes elektrisch oder mit Hybridfahrzeugen erzielen. Wenn es also dann auch deutlich leiser geht, dann ist das, denke ich mal, auch für alle irgendwo ein Gewinn. Ja. Das heißt, demnächst bekommen Ihre Kollegen Blumengeschenk, wenn sie auf die Straße machen. Genau, sind wir mal gespannt, ob das dann so kommt. Ja. Unser Tester Amadeus Clemens jedenfalls hatte Spaß. Die Batterie braucht neuen Saft, Zwangspause. Der Radlader hat erstmal Feierabend und muss ans Netz.